So, und somit jetzt volle Aufmerksamkeit, volle Konzentration auf das Halbfinale der Gewinner. Also vier Teams, die jedes Rennen gewonnen haben. Wer jetzt gewinnt, ist im Finale, hat die Chance auf den Hauptpreis. Das sind Konrad-Gutscheine im Wert von 700 Euro. Das sind fast, für Leute, die das noch tun, 10.000 Schilling. So hieß das Geld seinerzeit mal. Um das geht es. Und die ersten zwei qualifizieren sich direkt für dieses Finale. Und im Finale alle vier gewinnen. Das heißt, wer im Finale ist, gehört schon zu den Gewinnern des heutigen Tages. Nachdem es aber das Gewinnerrennen ist, wer jetzt verliert im Gewinner-Halbfinale, hat im Verlierer-Halbfinale seine Chance. Das heißt, alle vier sehen wir nochmal, entweder direkt im Finale oder im Halbfinale. Ich frage, sind alle vier bereit? Zum einen das Team aus Ampelwank mit der Nummer 5, Freizeit-Aktiv-Team Ampelwank. Alles in Ordnung. Mit der Nummer 14, gleich daneben, einer der Favoriten, das Auto mit der lauten Hupe, die Nummer 14, Fer Akku vom TGM. Bei euch alles in Ordnung? Alles klar? Jawohl, Team Nummer 14 ist bereit. Daneben der Traktor Oldtimer Racing Club Ray Reingers. Ja, heute auf einem Fahrrad mit der Nummer 31, Fahrer im roten Overall. Bis jetzt souveräner Sieger gewesen. Und der vierte, das ist das Team mit der Nummer 6, Team 23 aus Wien-Liesing. Die Herrschaften haben mit ihrer Box riesigen Aufwand betrieben und haben sich bis jetzt als harter, hartnäckiger Gegner erwiesen. Bitte achtet auf den Frühstart. Ich drücke euch die Daumen. Es geht um den Einzug ins Finale des Konrad Akku Race 2009. Das Startsignal für euch. 3, 2, 1, los! Alle vier sehr gut weggekommen. Achtung, die erste Kollision, da fliegen Akku, Schrauber. Was sind das? Das sind die Akkus? Irgendjemand hat keinen Saft mehr und das ist die Nummer 31. Das ist natürlich eine bittere Pille ohne Saft, die Nummer 31 ihres Antriebes beraubt. Und um die Plätze kämpfen jetzt das Team Nummer 14, das Team Nummer 6 und das Team Nummer 5. Fer Akku gewinnt! Eine Kollision hier vor Startziel zwischen der Nummer 31 und Team Nummer 6. Das heißt, auf Platz 2 Team Nummer 5. Aber hier eine fragwürdige Kollision, sage ich jetzt mal etwas zurückhaltend. Ich denke, die Rennleitung wird durchaus hier befragt werden müssen. Es war ein Rennen auf Biegen und Brechen. Und ich finde, es war ein bisschen zu viel des Ehrgeizes jetzt dabei. Also es gab eine Kollision zwischen dem Team 31 und dem Team Nummer 6. Damit verbunden natürlich jetzt Diskussionen mit der Rennleitung. Was ganz klar ist, Team Nummer 14 war vorne, Team Nummer 5 war der Nutznießer. Team Nummer 6 und Team Nummer 31 sind kollidiert. Also die Rennleitung diskutiert und wird diesen Fall zu bearbeiten haben. Ich möchte da jetzt keinem Rennleitungsurteil vorweggreifen. Ich habe mitbekommen, dass alle Umstehenden sich schon ihre Meinung gebildet haben. Harry, keine Angst, wird keine heikle Frage.
Aber ganz grundsätzlich warst du sogar ein bisschen erstaunt, dass es doch ziemlich heftig zur Sache geht? Ja, ich war jetzt von der Situation kurzfristig vollkommen überfordert, weil der hatte die Akkus verloren und war erst im Rennen draußen, hat Akku wieder reingesteckt und plötzlich hat er da im engen Kreis umgedreht und hat ihn gerammt. Und da fragt man sich dann natürlich, war das in irgendeiner Art Rausch, Trauerrausch, weil er die Akkus verloren hat, oder war das Absicht? Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Das ist, was wir jetzt gerade diskutieren. Wie lautet bei den Promis die, sagen wir mal so, die Tendenz, Regina, wie hast du es gesehen? Es ist relativ nahe vor deinen Augen passiert. Ja, also ich möchte da natürlich der Rennleitung auch nicht hineinpfuschen, aber also Das war schon mein Spruch. Den habe ich mit dir abgehört. Aber es waren schon dramatische Szenen. Ja, also je eher es dem Finale näher rückt, desto dramatischer ist es natürlich und desto mehr Einsatz, in welcher Art auch immer, wird halt gefordert. Also es ist eine spannende Sache. Harry, magst du dein Urteil kundtun, was du dir denkst? Nee, es steht mir nicht zu, ein Urteil kundzutun, aber das Erstaunliche, das hat ja mit dem Rennen nichts mehr zu tun. Das ist das, was mich so fragend dastehen lässt. Jetzt hoffe ich nur, dass das irgendein Dauerrausch gewesen ist und dann ein Ringelwurm, der den Traktorfahrer da irgendwie dazu gebracht hat, das eines meiner Lieblingsteams zu rammen. Ja. Eines deiner Lieblingsteams, das war Team Nummer 6. Team Nummer 6, das Team 23 heißt, das ist die Verwirrung und ich habe jetzt... Okay. Wir haben jetzt folgende Entscheidung getroffen. Team Nummer 14, das dieses Rennen gewonnen hat, war unbehelligt, bleibt Sieger. Team Nummer 14 ist im Finale. Team Nummer 31, hauptverantwortlich unserer Ansicht nach für diesen Unfall, wir wollen niemanden Absicht unterstellen, bekommt eine Verwarnung, fährt unter Beobachtung und darf als Loser im Loserbewerb regulär starten. Team Nummer 6, das definitiv benachteiligt worden ist, und Team Nummer 5, das de facto, wenn auch glücklich, Zweiter geworden ist. Wir wollen keines der beiden Teams benachteiligen. Deswegen werden beide Teams 5 und 6 im Finale starten. Bitte, lieber Harry, sag das nochmal für unsere Rennleitung. An Weisheit nicht zu überbieten, die Entscheidung der Jury. Das ist Balsam auf die Schweißperlen des Veranstalters. Nur zur Information, vielleicht sagt der eine von Ihnen, naja, Moment, warum fahren die nicht einfach nochmal? Bedenken Sie, die Ressourcen sind knapp, jedes Team hat nur noch eine bestimmte Anzahl an Akkus zur Verfügung und jedes zusätzliche Rennen beeinflusst die Akkulaufzeit. Das heißt, ein zusätzliches Rennen wäre für alle Beteiligten ein Nachteil, der wohl nicht mehr aufzuholen wäre. Deswegen war eine Neuaustragung überhaupt kein möglicher Weg. So, wir wollen auch an dieser Stelle an alle Teams appellieren. Es war bis jetzt ein sehr fairer Bewerb. Es hat jedes Team auch gezeigt, dass es was kann. Wir haben sehr schöne Konstruktionen gesehen und wir wollen alle bitten, dass wir diesen Bewerb genauso fair zu Ende bringen, dass am Schluss alle sich in die Augen schauen können und wir einem Sieger gratulieren können. Konrad, voller Ideen.